Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Mick Knaufs Daily. Ja, wie ich am Anfang der Woche schon gesagt habe, diese Woche steht natürlich ganz klar im Zeichen der Notenbanken. Und da ist es nicht nur heute Abend ab 20 Uhr die Federal Reserve mit der scheidenden Präsidentin Janet Yellen. Nein, da ist es natürlich auch ganz klar ab morgen dann die Europäische Zentralbank mit Mario Draghi oder gar die Bank of England. Aber klar, wir schauen natürlich heute Abend auf das, was dort entschieden wird. Ja, man geht ja davon aus, dass es 0,25 Basispunkte, also 25 Basispunkte raufgeht. Dann hätten wir einen Zins in den Vereinigten Staaten von 1,25 bis 1,5. Und das wäre eigentlich auch so in den Märkten, in den Kursen und in den Köpfen der Börsianer und Anleger dementsprechend, wie wir sagen, eingepreist. Ja, ab nächstes Jahr wird es ja dann jemand anderes richten in den Vereinigten Staaten. Janet Yellen legt ja ihr Amt nieder und dafür kommt ja dann Jerome Powell. Und jetzt weiß keiner so genau, wie geht es denn nächstes Jahr weiter in den Vereinigten Staaten im Jahr 2018 mit dem großen Thema Zinsen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich aber auch dem großen Thema Inflation und vor allen Dingen natürlich mit Donald Trump. Ja, bekommt er denn allmählich mal seine Steuerpläne durch oder läuft er da tatsächlich gegen Barrikaden? Und das alles, das scheint aktuell dann doch noch ein wenig zu verunsichern. Deswegen der Markt auch heute relativ ruhig in Frankfurt. Wir kommen immer noch nicht über die Marke von 13.200 hinaus. Da müssen wir aber drüber, damit wir tatsächlich unser altes Rekordhoch, Allzeithoch bei 13.525 Punkten tatsächlich toppen können. Der Euro zum US-Dollar, der tut momentan nicht weh. Da liegen wir in etwa bei 1,17 und müssen wir mal schauen, wie es da halt eben jetzt weitergeht. Das ist natürlich wichtig, die Geldpolitik und vor allen Dingen natürlich auch das Thema Konsolidierung. So manch einer sagt ja schon, Mensch, wir sind jetzt 7, wir sind 8, knapp 9 Jahre seit dem Jahr 2008 hervorragend im Markt gelaufen. Wenn Sie sich mal zurückbesinnen, 2008, das Thema Lehman Brothers Krise, wo lag der Markt? Bei 4.000 Punkten. Ja, wo liegen wir heute? Bei über 13.000 Punkten. Nicht nur, dass da enorm viel Geld verdient worden ist, gerade halt eben auch in Deutschland. Nein, da ist natürlich auch mittlerweile ein bisschen Angst, ein bisschen Befürchtung da, dass eine Konsolidierung, gar ein Crash kommen könnte. Deswegen habe ich Ihnen ja immer wieder auch empfohlen, bei Zeiten mal Kasse zu machen, Gewinne mitzunehmen. Und Sie wissen ja, ich beantworte ja auch gerne immer Ihre Fragen über den Investorverlag. Und da werde ich gefragt, ob man denn jetzt mal Gewinne sichern soll. Und da sage ich, ja, wieso nicht? Sie müssen ja nicht direkt die ganze Position verkaufen. Sie können ja 50% liegen lassen. Dann sind Sie auch noch nach wie vor dabei, wenn wir weiter steigende Kurse haben. Aber auf der anderen Seite haben Sie mal ein bisschen Cash, ein bisschen Kasse gemacht, ein bisschen Geld vom Tisch geräumt. Ich glaube, dass diese Strategie aktuell sicherlich nicht die dümmste ist, denn sollten wir tatsächlich weiter runterfallen, sollte es nicht zur sogenannten Weihnachtsrallye kommen, ja dann sinkt uns der Markt auch relativ schnell mal auf die 12.800 und dann auch weiter runter. Das ist allerdings noch nicht ausgemachte Sache, deswegen müssen wir heute auf die Federal Reserve schauen, wir schauen auf Janet Yellen und da vor allen Dingen auf ihre Wortwahl. Wir sehen uns dementsprechend dann am Freitag wieder zum Wochenschluss, dann natürlich gerne wieder von der Börse. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen, Ihnen heute einen guten, einen erfolgreichen Handelstag.